Hallo Leute! Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz und Weiß 2. So, das ist mein Part, ne? Ja, okay, dann mach du's. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz und Weiß. Hallo Leute, was geht ab? Kennt ihr das Leute. Auch? Ja, erzähl. Aber wir gehen in die Arena, ne? Du musst erstmal auf die Pokémon eingehen. Ach so, ja, okay. Wir haben neue Teams, manchmal Leute. Manchmal fehlt neue Mini-Hauch, dann wird die Welt perfekt. Wir haben ein 6er-Squad. Yes. Aber haben wir es richtig sortiert, Timo, ist die Frage. Werden wir gleich herausfinden. Okay, Kobalium und, also Henning und Solid Snake sind noch am Start, ne? Dann die sind geilo, die kennt ihr, die alles richtig, so wie sonst. Er. Und dann haben wir, nice, also auch richtig sortiert, Annika, ne, das Skorgro, mittlerweile Skorgro, ja. Hat einen Scharfzahn gefunden. Warte kurz. Junky, das Ursaring, was? Ich weiß, du magst nicht, wenn ich die ganze Zeit über Kiba rede, aber Kiba schläft gerade im Bett und er hat so einen Albtraum und jetzt macht er die ganze Zeit, Nee, das ist schon cute. Nee, wenn wir halt keine Facecam haben, sehe ich halt Kiba ja, nicht warte, so, weißt du? Ja, da steht ein bisschen Essen auf dem Tisch, warte. Da liegt der da vorne. Ah, auf süß. Dem Bett und schläft. Cute. Der okay, cute. Weiter geht's. Dann haben wir Ponida. Und. Ach so. Warte, noch weiter? Raschel. Genau, ist auch richtig. Ben. Alter Palast, Ben und Jakesu. Dann ja. haben wir noch 90s Kid ist endlich mit dabei. Let's go. Leute. Mein Lieblingsdrachen-Pokémon. Wir reden gleich darüber nochmal genauer, okay? Okay. Route 16, Takun und ach so, Kid. Ja, dann Stardust-Kanalisation, Maya, ne, das Botogel und Indofan, das Kokobai und zu guter Letzt noch Feleax, das Zapdlalek mit Enola, dem Cavalanzas. Yes. Rein da, würde ich sagen. Okay, Leute. Hier sind auch noch meine Attacken. Ich werde jetzt nicht großartig drüber labern, nur mit dir einen ungefähren Überblick. Ich habe Orkan, Feuersturm, Kokobai und ich habe Orkan... Scheu ist Landhund, ist auf jeden Fall wild. Ich habe gar nicht geschaut, was für Tests ich so mach schnell, kann. Mach das noch. In der Zeit einfach kann Leute ich ja mal was erzählen, Alter. Erzähl, Timo. Ihr habt einmal, zweimal, vielleicht auch 2326 Mal in die Kommentare geschrieben, dass Gigas. Es waren genau 2326 Mal. Es waren genau 2326 Mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, vielleicht auch 2327, mittlerweile ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, dass Giratina von Typ Geist First Turbos ist. Kann man halt, also ich sag, kann passiert am besten, okay? Ah, die Arena hier finde ich, by the way, sehr cool. Die ist sehr witzig. Ja, das stimmt. Ich finde die auf jeden Fall cooler als die aus Schwarz und Weiß 1. Cooler als, ja, ja, doch, sehe ich. Hä, du fährst da so wii. Ja, ja, doch. Ah, bei mir ist die verbuggt, aber. Bei dir buggt das, ja, ja. Bei mir war das auch damals hattest du immer in Diamond und Pearl die Bugs, genau. Ne? Ja, 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 ja. Jetzt hast du irgendwie diese Bugs. Okay, ja. Bodogi kann da nichts erlernen. Bodogi ist halt so trash. Das heißt, wir können bei mir schauen, wo wir lang müssen. Fresnia wird durchgecheatet. Cheater, oder wir cheaten hier nicht. By the way, es hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich habe einen guten Stuhl. Und eine neue Kamera. Eine neue Kamera. Also, ich bin immer noch Team Mai. Wir haben sehr oft darüber geredet, dass wir vorproduzieren über die Feiertage, weil ich ja wegfahre und dies und das und jenes. Meine Kamera ist ein bisschen schief, warte, ich muss die ein bisschen gerade machen. Erzähl weiter. Ah, Professionalitäts-LP. Na klar. Ist am Start. Und aus diesem Grund konnten wir natürlich auch noch nicht auf alle Kommentare eingehen. Erstmal, es gab wieder super viele coole Kommentare. Alter, wie die Leute zum Beispiel Folge 12, also die letzte Folge, gefeiert haben, richtig sweet. Das war auch eigentlich keine Folge, in der... Eigentlich ist schon viel Krasses passiert, wenn ich jetzt drüber nachdenke. War das die letzte? Doch, die war schon wild. Ja, ja, ja. Aber in dem Moment dachte ich gar nicht, dass so viel Krasses passiert. Ja, es passiert immer so. Krasses, wenn wir ehrlich sind. Ja, natürlich. Weil ich bin krass. Genau. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass, wie gesagt, das Feedback da wieder insane war, generell in letzter Zeit. Aber natürlich sehr oft der Kommentar kam, present, Timo. Der Esel nennt sich mal zuerst, Timo, present. Hey, Geist-Pokémon, Giratinas First Typus Geist und die Sache ist, und dann wurde ich auch auf Twitch angeschrieben, auf Twitter, überall wurde ich angeschrieben und ich weiß, ihr wart ein bisschen getriggert deswegen, dass wir das nicht mitbekommen haben, das war auch lost von uns. Das, Ich habe ein bisschen Angst, dass der Abgangsbund kann. Ja, dann. Aber er setzt gerade die ganze Zeit Tiefschlag ein, deswegen weiß ich nicht, ob ich schneller bin. Soll ich mal Silberblick einsetzen? Ja, geh mal auf Silberblick. Manno! Oh, das ist schwierig, weil die Sache ist halt. Soll ich nochmal? Ich habe Angst, dass der Abgangsbund kommt, warte. Der hat auch bei okay, ich bin schneller. Ich bin schneller. Okay, jetzt geht er für Abgangsbund, pass auf! Das wäre Gegenstoß, okay, alles safe. Auf jeden Fall, ja, und zwar war das halt so, wie gesagt, die ganze Geschichte, deswegen konnten wir das natürlich darauf nicht eingehen, weil wir halt vorproduziert haben. Jetzt können wir auf alles eingehen und ich hoffe, das ist okay.
Obwohl, ich wollte auch, ich habe einige Kommentare gelesen, aber ich habe ja gesagt, ich will alle Kommentare nachlesen. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Also, ja, es sind zu viele. Also ich bin aber jetzt bei den ersten Parts bin ich auf jeden Fall fertig so. Und bei den anderen schaffe ich es halt immer nur so, die quasi so ein bisschen zu überfliegen, so die neuesten und so. Ich bin genau andersherum. Ich gehe sozusagen gerade von aktuell bis immer weiter in die Vergangenheit zurück. Ja, ja. Meinst du, die aus der Vergangenheit sind sowieso schon wieder egal? Die sind schon wieder outdated. Nee, aber ich versuche halt sozusagen, mich dann von da aus runterzuarbeiten, weil du hast ja, die neuesten Kommentare werden dir ja angezeigt. Das heißt, du müsstest dann erstmal komplett nach unten scrollen. Ich klicke dann schon richtig auf die Folge drauf. Ja, ja, okay, ja gut. Ich versuche halt generell so alle Kommentare aus anderen Videos mitzunehmen. Lol. Auf jeden Fall nochmal so viel dazu. Was denn? Hier ist Victinis Problem, ist er hat eben Metallzaun eingesetzt. Das heißt, ich bin auf -2. Ich überlege wahrscheinlich, in Ben zu gehen, aber dann habe ich nur. Ich habe halt Biss und Fire Odin. Ja, ich denke, Ben ist, glaube ich, hier der Play. Macht es, macht es. So, was wollte ich gerade noch erzählen? Genau. Ich habe auch noch was anderes zu erzählen. Also, kennt ihr das? Leute, also erstmal, wir haben jetzt ein volles Team. Das müssen wir ganz kurz mal feiern, ne? Volles Team und wir haben noch Backup-Pärchen und des Todes. Ja. Ach du Scheiße, ich wurde gecringed. Wir haben so viel Auswahl noch in the bag, Alter. Wir haben, also ich glaube, wir könnten sogar 7 Teams reinnehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ganz knapp 7 Teams nicht. Also, ja. Also wir haben aber auf jeden Fall 3-mal auf Holz laufen. Das ist nicht passiert, ja. Aber falls was sterben sollte, hätten wir immer noch was generell in the bag. Es wurde oft gesagt, Timo, call doch einfach den nächsten Counter. Ja, ja, ja. Weil mit Despotane, das war so das wild. Das war so krass. Und dann auch danach und mit Porygon 2. Und auch der Cringe-Beta und alles. Und dann alles. Alles die ganze Zeit. Wir müssen schon, den Counter callen. Und nicht jinxen eigentlich, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja, deswegen lassen wir das einfach. Wir reden gar nicht darüber, was passieren könnte und was nicht passieren könnte. Ne? Junge, dieses Victini ist richtig broken. Okay. Das war gerade wichtig. Ich wollte sagen, wieso? Was ist der so hat broken? Ausdauer und Gegenschlag. Stell dir vor, du bist da so, oh, ich bin hier mal mit meinem Unlicht-Pokémon gegen Victini drin. Und dann kommt er so, Gegenschlag. Bitch, no. Das wäre belastend. Oh ja, das wär's. Genau, irgendwas wollte ich noch, wie gesagt, deswegen erstmal, wir haben ein volles Team, es ist insane. Und ich meine auch so zu Timo, Alter. Oh, stimmt, Fossil-Geschichte müssen wir auch den. Ah ja, genau, wir müssen noch die Fossilien einsammeln, ne? Genau, aber was noch gesagt wurde, ist, wo war ich gerade? Bei Kommentaren. Ja, aber wo. Was wollte ich gerade erzählen? Ah, wegen deinem Essen. Oder wolltest du schon darüber reden oder sind wir da noch gar nicht angelangt? Da sind wir auch noch nicht. was wollte ich sagen? Oh nein. Genau, und zwar meine ich zu Timo, yo, irgendwie weiß ich nicht, ob ich es gut finde, dass wir ein volles Team haben und so viele Optionen haben, weil das bin ich gar nicht gewöhnt. Jetzt ist das so die Qual der Wahl und eigentlich ist es eine gute Sache, aber gleichzeitig denke ich mir so, ah, du hast so viele Optionen, weil wir hatten echt, also wir hätten 2 Pärchen auch anders zum Beispiel haben können. Ja, also ich sag, Botugel ist nicht so nice, aber dafür halt Kokowai und wir hatten ansonsten, wenn wir die zwei aber nicht mit reingenommen hätten, hätten wir zum Beispiel Tentantel mit, was war das? Mit irgendwas anderem gepaart, aber dann hätten wir ein anderes Team nicht mit reinnehmen können. Ja, ja. Also was zum Beispiel cool ist, also wir haben zum Beispiel Regirock und Tentadel ja noch auf der Box bei dir. Die sind halt eigentlich echt nice. Ja. Bei mir haben wir auch noch ein paar coole. Also die hätten wir zum Beispiel auch haben können, aber ja, wir haben Nein und Elekid zum Beispiel, aber. Genau, genau. Aber wir haben noch kein Illivoltech, das ist halt das Problem. Richtig, halt richtig. Schaden, das macht. Mew ist richtig Fan raus. Was hat der Geofrisur? Also, ich will echt nicht jinxen, weil am Ende müssen wir vielleicht sogar auf ein Backup-Pärchen zurückgreifen, wenn das so weitergeht hier. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, natürlich nicht. Das war ein wenig wild, die ganze Geschichte. Genau, ich habe einen Altbernstein auf Raupi gehabt. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Ach so, hast du echt? Ja. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte einen Altbernstein auf. Der achtet auf solche Dinge immer so oberflächlich. Das triggert mich, Alter. Aber stopp. Also erstmal, du hast doch gerade das mit Altbernstein. Wir haben vor der Folge geredet. Und dann hast du was erzählt, Timo. Was hast du gesagt? Was habe ich erzählt? Altbernstein. Ach so. ich habe gerade ständig über dich geredet. Du kannst dich jetzt hier nicht so darstellen. Ja, okay, ich habe früher mal gedacht, der Albernstein heißt Albernstein. Aber seid ehrlich, das dachten wir doch alle als Kind, oder? Also mal kurz Real Talk, okay? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage, das hat jeder gedacht. Bryson, du hast es auch gedacht. Du tust jetzt nur so, als wärst du es nicht gedacht, aber du hast es eigentlich auch gedacht. Damals haben. Ja, die Leute haben sich alle für Dinos interessiert und ich war nie so krass. Aber da haben doch alle in der Grundschulzeit hatten alle immer irgendwie Bernsteine oder so. Ja, Allbernstein. Nee, Bernsteine. Ja, ja, Allbernsteine. Ja. Die sind albern. Ich muss so los bei dir, Alter. Oh, da sind so Moskitos drin, natürlich sind die albern, Alter. Hast du dir mal angeschaut? Ja, lass mir das mal so stehen.
Ja. Also ich treffe mich jetzt selbst, das ist ja richtig belastend. So, auf jeden Fall, ja, Preston, der, ach, jetzt kommen wir von mir wieder weg, okay, jetzt reden wir weiter über Preston. So kommen sie. Preston, der, weißt du, wenn ich hier so denke, ich habe ein neues Pokémon, ich check erstmal Wesen ab, Attacken, ob den Eis dreht, ich bin da so richtig into it und analysiere da alles für Preston, oh, ein cooles Pokémon, ah, wir machen die Box, cool. Ja, aber es war ja auch ein Raupi. Also. Ja, ist, hey, aber er muss ja trotzdem abchecken. Hast du euch gegen jeden kämpfen, Preston? Ich mach's, wie du willst. Auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, weil viele dann geschrieben haben, yo, Altbernstein und so fort, das werden wir auch noch haben. Also wir werden auf jeden Fall auf der nächsten Route, die dann neu ist, werden wir dann einen Extra-Encounter haben und wir können auch die forcieren im Wüstenressort, oder wie heißt das? Und Zoen, genau. Ja, und dann, wenn wir, also das heißt, wir haben jetzt quasi einen Extra-Encounter, machen wir dann nach der Elektroid-Höhle, würde ich sagen, machen wir dann einfach drei Encounter, oder? Timo, was soll ich machen? Aurasphäre? Ach, ich hab die ganze Zeit Henning vorne. Boah, das ist auch wieder so eine Qual der Wahl. Ach du Scheiße. Ja, das ist echt schwierig. Aurasphäre ist geil, aber du hast halt Läuterfeuer, ne? Darfst du halt nicht vergessen. Aber auch mehr AP, ne? Schon auch. Also ich glaube, ich würde, wenn er... Aber du hast auch Erdkräfte. Ich glaube, ich würde schon fast Aurasphäre für Läuterfeuer wegmachen, weil du hast... Ja, ich könnte erstmal Läuterfeuer... Ich meine, Läuterfeuer ist ja cool, weil es Pflanzen-Pokémon trifft. Ja, stimmt. Aber Pflanzen-Pokémon machen dir nicht so viel. Ja, aber ich meine, ich komme halt immer easy in Pflanzen-Pokémon rein. Das meine was, und gegen Noctuska zum Beispiel hättest du dann wieder Aurasphäre. Ja. Ja, ich kann ja auch immer noch Läuterfeuer später aufpacken, wenn ich will. Ja, das stimmt. So, ich glaube, ich gehe jetzt aber erstmal so zurück heilen. Mach das. Weil mein Team ist. Ach, ich hätte, glaube ich, gar nicht in die Nola gehen sollen, oder? Nee, ich habe gar nichts gegen den. Weiß ich nicht. Der ist ja noch gar keine Fee. Ja, genau, das wollte ich ansprechen. Also, es gibt so viel, was wir ansprechen wollten, weil ja, wir halt so viel lange nicht aufgenommen haben. Richtig. Wirklich, es ist so viel passiert. Kam mir gar nicht so lange vor, aber ich glaube, für dich schon länger, weil du warst so bei deiner Familie und du bist so gereist und so weiter, ist das. Und ich habe die ganze Zeit gechillt, war Silvester und Weihnachten, war ich nur mit Janina hier so, also war schön, war ganz entspannt, aber ist halt nichts passiert. Ist halt nicht viel passiert. Ja, sag ich das, ne, wenn wenige Ereignisse passieren, dann genau. Ja normal. Ja, nee, aber das ist halt... Für mich kommt es vor, das haben wir gestern erst aufgenommen. Ja, aber für mich auch die Zeit, also ich war ja 6 Tage bei meiner Familie, das waren so gefühlt 2 Tage. Also die Zeit ist super schnell vergangen. Weil ich dachte so, Moment, ist einfach eine Woche später, wie ist das denn passiert? So, als ich auf die Uhr geschaut habe. Auf die Uhr geschaut und plötzlich war es eine Woche später. Man kennt es. Wer kennt es nicht? Das ist nicht gestern schon 17 Uhr. War ja nicht schlecht, aber ja, war nicht schlecht. Okay, Leute, kennt ihr das? Also, ich glaube, ich habe das allererste Mal in dieser Wohnung bestellt. Ne? Nee, jedes Mal, wenn du kennt ihr das sagst, dann denke ich immer, weiß, du fängst an mit deinem Kali, Alter, und jedes Mal sagst du hast jetzt schon, glaube ich, das 8. Mal gesagt, Leute, kennt ihr das? Kennt ihr das? Oh, manchmal bin ich. Okay, immer weiter. Auf jeden Fall. Ist es halt so, dass ich das allererste Mal hier in dieser Wohnung bestellt habe. Ich glaube schon. Doch. Wir haben noch am allerersten Tag, an dem wir angekommen sind, haben wir auch bestellt. Das war ein großer Fehler. Das war nicht gut. Also Paul nicht. Scheiße. Und seitdem habe ich nie wieder hier bestellt gehabt. So. Aber heute ist Sonntag. Und ich dachte mir so, yo, ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts Richtiges gegessen, ne? Außer Pfannkuchen aus dem Pfannkuchen-Stream oder Krebs-Stream. Wer dabei war, Shoutouts gehen raus. Ich hoffe, ihr hattet morgen Spaß. Danke. Ja, dann war ich halt so, yo, ich habe nichts zu Hause, also wirklich, ich habe gefühlt nichts. Ich habe Nudeln und das war's. Und ich habe halt auch nicht mal irgendwie passierte Tomaten, dass ich mir irgendwie eine Tomatensauce machen kann. Ich bin gerade lost. So. Was denn? Findest du den Weg nicht? Ja, obwohl ich eigentlich weiß, wo er ist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich suche ihn jetzt auch gerade. Naja, und dann dachte ich mir, komm, ich bestell... Oh, ich hab's gefunden. Und ich kann einfach cheaten, Alter. Du hast einfach den Cheatcode. Und ich check's einfach. Nee, warte mal, okay, Moment. Stark, Timo, stark. Warte, guck mal hier. Schau mal. Ja. Schau mal bei mir, okay? Du musst ja jetzt sowieso kurz warten. So, wenn ich jetzt hier mit rede, dann sehe ich, alles klar, da vorne ist der Loot. Das heißt, ich muss da mit dem rosa Ding fahren. Genau, du musst da komplett nach unten gehen. Ja, okay, ich gehe jetzt hier nach rechts, dann gehe ich hier runter. Ja, geh sonst von links, also ich bin von links gekommen. Nee, geh nach oben, geh nach oben. Aber von links ging das, glaube ich, nicht. Doch, links und dann musst du nach unten gehen, wenn du kannst. Ah, ich muss, okay, ich glaube, ich weiß es. Ich muss hier. Nee, geh hier nach unten. Nee, pass auf, vertrau mir einmal, Present. Ja, okay. Und dann gehe ich hier runter. Das ist nämlich, glaube ich, der Play. Und dann hier, guck. Ja, und du sagst so, war einfach nur Glück bei dir. Und ich also erstmal, du brauchst hier gar nichts zu sagen. Ich habe hier das Rätsel nämlich komplett durchgespielt. Okay, rede weiter. Ja, also ich sag, oh Mann, hätte ich halt Dinge. Oh nein. Was denn? Wie viele Tränke habe ich? 5, okay. Reicht, ich habe 5. Ja, okay. Mehr brauche ich nicht. Ich habe kein Auge. Nee, warte, ich hab doch sowieso auch noch ganz viel Tafelwasser und so. Ja, okay, nee, mittlerweile brauchen wir, glaube ich, Schiebertränke. Wir gehen in die Arena rein. Wir gehen rein, Alter. Gleich mit der Bestellung. Ich erzähle euch das gleich.
Okay. Wobei, stell du dich gleich nochmal so neben dem. Bei dir ist nicht so den Bug, vielleicht sieht es bei dir cooler aus im Thumbnail. Ich hab mich schon vorhin gestellt. So, hier neben den so? Ich glaube schon, ja. Thumbnail, Knips. Ich kann's gleich auch nochmal machen für dich. Sehr gut, aber du wirst vergessen. Aber red weiter. Ich erinnere mich einfach dran. Ich werde es doch auch vergessen. Das stimmt. Ja, jetzt kann ich nicht über ein Thema reden. Oh, wobei, doch kann ich schon. Ja, naja, nee, kannst du eigentlich nicht. Wir haben jetzt Wilden Arena Cup Present. Jetzt, wir reden gleich darüber weiter. Wir reden gleich. Alex. Will ihr konzentrieren. Alex, der Gute. Ab jetzt hat er ein voll entwickeltes Pokémon. Ja, also ich meine, der hat jetzt auch Radikal, aber halt safe. Ab Level 14 safe, ist ja alles safe, voll entwickelt. Jasmine. Magneton. Der wäre zum Beispiel jetzt Magnezone, wenn er auf Level 14 wäre. Okay, Panferno ist schon von Typ Kampf, ne? Feuerkampf, ja. Der boxt mich doch niemals um, oder? Timo, du wechselst sowas von raus. Wenn er auf Kehrtwende oder so geht, dann hasse ich dich. Ja, wahrscheinlich hat der Kehrtwende, sind wir im Competitive-Land gelandet, oder was? Hä? Ich meine, Score. Ich weiß halt nicht, ob der das per Level vielleicht sogar lernt. Nee, ich glaube, nein. Du wechselst raus, Timo. In Tarkun? Das ist Tarkun. Ja, natürlich. Und was, wenn es per Kehrtwende geht und dann in seinen Wegsperren-Digtree wechselt? Siehst du, Vorderknecht, hätte einfach Psycho drücken. Ja, dann gehst du auf die Wasserattacke und besiegst ihn, weil der dich mit Erdbeben nicht besiegt. Der töte mich ja sowas von mit Erdbeben. Ach du Heilige. Okay, Timo. Oh, ich bin schneller. Palim ist dein stärkstes Pokémon, jawohl. Ist voll entwickelt. Ist voll entwickelt. Nahkampf! Ja. Wäre ich mal besser in Dings drin. Wärst du mal? Alter! Ja. Guter Schaden. Okay. Oh, jetzt hat er die Drops. Und mein Ballhelm. Stark. Let's go, Tarkun, let's go. Nimm mal mit. Okay, Satzen, so, ja. Easy outplayed, Alter. Risiko-Tackle, easy outplayed. Ist ein voll entwickeltes Pokémon. Ja. Hier in Henning raus, oder? Oder in Nola. In Nola wahrscheinlich. Aber nee, ich glaube, so du kannst den Dingens gehen. Nee, ich glaube, Enola ist ja so safe. Ich resiste beide seine Steps. Ja, wer wechselt raus? Pflanze natürlich. Vierfach und Gift mehr als vierfach. Mehr. Ja. Mehr ist als nicht vierfach. Falsch, okay? Ist nicht falsch. Naja, eigentlich, ja, aber kann eigentlich nicht, schon. Nicht tun, nee, nee, weil nee, mal nee. Null ist ja. Mehr als vierfach. Mehr. Doch. Nein. Oh, doch. Okay, das muss mir noch erklären. Wie das mache ich. Grasmixer, sag mal ganz schnell hintereinander, Grasmixer. Nein. Warum nicht? Ich bin kein Papagei. Grasmixer. Bist du schlecht oder was? Nein, ich bin kein Papagei. Sag mal schnell, der Whisky-Mix. Mix den Whisky dreimal hintereinander. Nee, ich werde mich jetzt hier auf den Kampf fokussieren, wie es sich gehört, Alter. Ah, gut. Ich dachte, wir wollen hier so fokussieren auf den Kampf und du jetzt so. Was, du bist fertig? Ja, schau, da ist jetzt so ein Dodu. Satzen war sein stärkstes Mon bei mir. Ja, stark. Der konnte nichts tun. Gewonnen. Warte, ich habe ihn auch schon besiegt. Hat er nur drei Pokémon gehabt? Ja. Ja, weiter geht's. Ja, nehmen wir mit. Ja, aber ich sag ein bisschen lame, dass er nur drei Pokémon hat. Wir sind beim fünften Orden, hallo. Das geht nicht ab, Alter. Das ist generell so sad. Also ich finde, in den Pokémon-Spielen sollten einfach die Trainer mehr Pokémon haben. Ich meine, es ist auch, muss man tatsächlich sagen, bevor jetzt die Leute sagen, die letzten waren viel anstrengender. Also ich kann mich nicht erinnern. Memento Mori. Holzhammer, Alter. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir das letzte Mal... Oh nein, der fährt einfach hoch, Timo. Ja, okay. Egal, stehst ja trotzdem noch neben ihm, ja, stehst ja automatisch neben ihm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir zum fünften Orden, wenn der nur drei Pokémon hat, dass wir sechs Pokémon hatten, okay? Ja, das wir hatten ja gerade so eine krasse Auswahl. Ich konnte ja easy in Satzen, ja, Kavalanzas zum Beispiel rausgehen oder so. Richtig. Das ist ja übel geil, Schmalo. Da hatten wir auf jeden Fall, haben wir Glück. Aber die Sache ist, das kann halt innerhalb von einer Folge wieder vorbei sein. Ja. Also, da kommt ein Crit oder so, da kommt ein krasses Reshiram und böllert uns um. Und dann. Aber bisher ist, glaube ich, unsere... Also, ich kann es ja jinxen. Timo, lass es! Nein! Nee, ich sag's jetzt. Timo? Ich sag's jetzt. Bisher ist es unsere beste Solling, weil wir bisher noch gar nicht gestorben sind. Oh, aber theoretisch gesehen und jetzt wieder. Wisst ihr, wieso macht er das? Wieso macht er das? Wir sind Folge 13, ne? Der wird oh, 13! So, wir werden sowas von. Ja, Alter. Wir werden sowas von zerstört. So, werden. Und jetzt pass auf, aber Rubin und Saphir lief noch besser. Also wir. Und da dachten die Leute, wir wären gar nicht gestorben. Ja. Da lief es besser. Also Rubin und Saphir lief es übelst gut. Außer wegen... Schaut die Soulink. Ja, schaut die Soulink. Ihr müsst es verstehen. Ihr müsst die alten Soulinks gesehen haben, um das zu verstehen. Warte, ich kaufe mir auch noch ein paar Hypertränke, glaube ich. Kann wir schon generell, aber Hyperbälle mit bekommen auch wieder. Wir bekommen echt so, also über die Feiertage und Ferien... Kauf Hyperbälle, wir können Hyperbälle kaufen. Ja, ja. Gab es wieder so viele Kommentare über, zu alten Soulinks. Das war so krass, Alter. Ja, freut oh nein. Mich sehr, freut mich sehr. Oh Gott. Was denn? Mein, oh nein. Ich habe 6 gekauft. Ah! Ja, dann kauf dir 9. Oder verkauf einen. Da überlege ich gerade echt. Ich nein, verkauf du verkaufst jetzt keinen. Verkauf nein. Einen. Das ist für euch, meine weh, Freunde. Weh, du verkaufst einen. Nein, lass es. Das ist lass für euch. Es. Ich hasse dich so sehr.
Ich hasse dich so sehr. Nee, Preston, du würdest auch die Fernsehlautstärke. Du würdest die Fernsehlautstärke auch auf 23 machen, Alter. Das stimmt. Ach, du Scheiße. Ich hab grade eine gerade Anzahl gekauft von beidem. Die Leute haben es in den Kommentaren geschrieben, dass du sowas machen würdest. Ja. Ich bin da fein raus. Haben wir Surfer? Wann bekommen wir Surfer? Nee, ich glaube. Wir haben keinen Surfer. Wer kann Holz haben erlernen? Okay. So. Okay. Das heißt alle. Soll ich mal gucken, wer alles Memento Mori erlernen kann, Let's Timo? Go. Memento Mori. Wenn das jetzt jeder lernen kann, ne? Wer will? Memento Mori. Ja, ich sag Annika und Solid Snake. Auf geht's. Du bekommst es. Okay, du sagst, ich finde Henning eigentlich. Also, Holzhammer ist geil, versteh mich nicht falsch. Aber ich liebe Hennings Moveset, so wie es ist. Ich habe Silberblick. Aber Silberblick, ich hab's immer wieder gesagt. Falls dann ein Isso oder ein Morgenal ist. Falls! Ich sag, okay. Man könnte aber schon mal über Holzhammer nachdenken. Wobei man sagen muss, hier. Tatsächlich, Shoutouts an die Leute, das hast du wahrscheinlich noch nicht gelesen. Was denn? Come on. Ich stand damals mit, die alle Bruderlande. Ich stand damals mit meinem Pasta Snob. Ja. Dem Dings gegenüber. Alter, der hat mich gecredit. Dem Why Not. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Isso, genau. So, dem stand ich gegenüber. Und dann meinte ich ja, ist ja gar kein Ding. Ich kann ja hier einfach Silberblick spammen. Ja. Aber woran wir nicht gedacht haben, Present ist. Ja. Dir fällt es auch jetzt gerade immer noch nicht auf, oder? Gegen Isso, ne? Ja. Ja. Flug-Pokémon sind doch gar nicht davon affektiert. Ich kann mit Flug-Pokémon einfach auswechseln. Da war ich mir nämlich gerade unsicher, ob das so ist. Weil es gibt. Haben Leute die Kommentare geschrieben? Weil ich glaube, Wegsperre schon bei Shadow Tag? Hä? Es gibt ja, Why Not hat doch, glaube ich, sogar Wegsperre, oder nicht? Ich weiß. Es gibt Auswegslos und Wegsperre. Nee, Auswegslos ist das von. Deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Meinst du, ja, genau, Auswegslos? Und dann, ich glaube, actually, das war es nicht sogar Geist und Flugpummel können immer? Weiß nicht, irgendwas war da. Sollten wir in die Recherche gehen, oder? Geh mal in die Recherche. Ich gehe in die Recherche, damit wir das. Ich überlege in der Zeit, ob ich Holzhammer eigentlich erlernen will. Ich bin mir unsicher, Preston. Was sagst du? Ich feiere mein Moveset gerade so, wie es ist. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Aber bis dahin stirbt er. Bis dahin ist es. Nee, kann ich nicht. Schau dir das an. So, ich muss jetzt überlegen. Wobei, ich hab's auch als TM. Ist eigentlich egal. Geht's. Nee, ich hab Holz auch als TM. Deswegen ist egal. So. Wegsperre. Schreib's echt in die Kommentare. Du kannst. Da. Auswegslos wird nur bei Pokémon, die den Boden berühren. Okay. Aber also, auswegslos. Ja. Aber hier nicht. Wegsperre. Ja, wie ist da die Lage? Es klingelt gerade. Ich bin gleich wieder da, Leute. Perfekt. Ich unterhalte euch in der Zeit weiter. Wisst ihr, Preston ist so ein Loser. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich schneide den Part. Preston wird sich nicht denken, oh, so süß, was jetzt Timo da so sagt, während ich diesen Part gerade schneide und fast anfange zu weinen. Aber Preston ist so ein Loser. Und ich werde später im Schnitt sitzen und mir denken, Preston ist so ein Loser. So, ich schaue mir jetzt das Pokémon hier an. Ein Quapselbild. Stell dir vor, ich würde jetzt so ein Shiny finden, während Present weg ist. Na gut, ich warte kurz, bis Present. Yo, what the fuck? Warum kann ich nicht rauswechseln? Was soll denn das hier? Ich warte kurz. Was ist hier los, Alter? Ich warte, bis Present wieder da ist. Bis gleich. Hallo, sind wir etwa immer noch on air oder wie? Hallo, Leute, wir sind wieder on air. Ich glaube, du hast doch über. Es hat ja gerade eine Tür klingelt, ne? Ja. Und ich glaube, du hast doch immer noch nicht über das Thema geredet. Ja, deswegen wollte ich das gerade ansprechen. Okay, erzähl weiter. Wir hören die alle also, zu. Warte. Leute. Wir haben die zwei Pokebälle hier gelassen, ne? Mhm. Mit den Encountern. Genau. Warum haben wir die nochmal da gelassen? Wir haben die da gelassen. Den Grund weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir uns so übel schlau gefühlt haben, als wir das gemacht haben. Ich dachte, das war nur, um herauszufinden, ob es ein Item war. Und dann war es halt so, ja gut, dann müssen wir halt nicht den ansprechen. Aber eigentlich wäre es egal gewesen, glaube ich. Nee, ja, deswegen glaube ich, dass es einen tieferen Sinn hat, Present. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin hier was auf der Spur. Ich bin mir unsicher. Aber wir sprechen die trotzdem nicht an, okay? Ich glaube, wir lassen das mal so. By the way, wollten wir. Kann man irgendwie heilen auf der Route? Ja. Ja, wo? In deinem Beutel. Let's go! Ich hasse dich. Nee, ich glaube, es gab doch eine Dame oder so. Oder ja, gibt's ganz am Ende vor der Elektrizhöhle. Okay. Darf ich nämlich kurz. Nein, einfach. Ja, habe ich mich gerade mächtig gefühlt. Okay, mal weiter. Das ist so stark. Also, ich habe das erste Mal richtig hier bestellt, in der Wohnung. So. Und dachte mir so, yo, nice.
Weil ich habe nichts zu Hause und ich hatte Hunger. Weil, man muss ja auch immer was essen. So. Aber folgendes Problem: irgendwie eine halbe Stunde später kam dann die Nachricht, ja, Bestellung wurde storniert. Hier haben Sie einen 7,50 € Gutschein. Danke dir. Also, ja, 7,50 € Gutschein, nimm mal mit. Also muss ich eigentlich fast gar nichts mehr bezahlen für mein Essen. Nehme ich mit, weil da habe ich irgendwo anders bestellt. Ich habe einen Schützer bekommen. Hol dir das Item hier. Die Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass du einige Items vergessen hast. Oh. Ja, das ist möglich. Hast du das Item dir hier geholt? Du sagst gerade, habe ich schon, und dann läufst du einfach weiter. Hä, oder? Habe ich. Weil ich guck gerade. Ja, ist okay, okay. Aber trotzdem sagen die Leute häufig in den Kommentaren, dass du da und da ein Item vergessen hast. Aber du hast auch schon einige Items vergessen. Okay, hat noch niemand in die Kommentare was dazu. Ja, natürlich, weil alle bei mir im Auge machen. Nee. Ja, doch. Nö. Na doch. Nee. Also. Erzähl weiter. Na doch. Auf jeden Fall. Ja, wir kommen ja gar nicht hier weiter. Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich dann woanders bestellt habe. Und dann klingelt plötzlich die Tür so 10 Minuten später, nachdem ich die Bestellung abgelegt habe. Und Timo meinte so, ist schon da, sagtest du dann so. Ja, ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Hab doch gerade eben erst bestellt. Hab doch gerade vor einer Minute bestellt. Was sind die auf einmal da? Was soll denn das hier? Und dann kam halt die andere Bestellung an. So, und jetzt kam gerade. Hier oben ist ein Item. Und jetzt habe ich halt Lieferando geschrieben gehabt. Da habe ich das Item schon geholt, Timo. Bist du dir sicher, dass du das hier oben links schon geholt hast? Timo, da habe ich das schon geholt. Oh nein! Oh oh. Oh nein! Was hast du? Oh nein! Oh nein! Fressen! Wir haben eben noch drüber gesprochen! Du hast so gejinxt, ich hasse dich! Nee, das kannst du jetzt nicht. Also, hallo! Okay, schauen wir mal kurz, was hier jetzt abgeht. Hast du irgendwie so Angriffs-? Ich habe eine Pokepuppe! Pokewedel! Pokepuppe! Ja, let's go! Was? Hier gibt's zwei genau, Pressy. Ich kann hier nur mit fastes Snob rumlaufen. Geh mit einem Schutz? Hä, gib mit einem Schutz einfach durch. Ich hab, glaube ich, keinen Schutz. Kann man die Pokepuppe öfter benutzen? Ich hab gerade Schutz. Du musst Schutz haben, Timo. Kann man die nicht öfters benutzen, die Pokepuppe? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, die ist weg. Oh, oder? Was ist der Pokewedel? Schau ich mal nach. Na, Timo. Ermöglicht die Flucht im Kampf weiter, gegen wilde Pokémon. Funktioniert auch. Wo müssen wir hin? Müssen wir was machen? Ja, wir müssen was machen. Warte, fett. Was vertreibt ihr auch so lange die Zeit in Maria City steht hier? Ich weiß, was wir machen müssen. Ach, was müssen wir machen? Ich glaube, wir können gleich den Part beenden. Ja, aber kann ich nicht mit Henning. Du bist doch in die Recherche gegangen. Ja, weiß ich. Funktionieren Flug-Pokémon? Habe ich jetzt. Ja, ich habe. Egal, ich habe Silberblick, auf dem ist eigentlich egal. Also, erzähl mal. Du kannst es ja gleich ausprobieren. Naja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass jetzt das angekommen ist. Ich habe denen geschrieben. Und jetzt muss ich gleich mal schauen, ob die geantwortet haben, weil, also ich habe versucht zu stornieren, aber es hat wohl nicht geklappt. Und jetzt habe ich zweimal so mein Essen hier. Und jetzt, das ist ein bisschen belastend. Ja. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte. Es wäre halt interessanter gewesen, wenn ich es in einem Flow erzählt hätte, aber so war das jetzt ein bisschen anders. Leider habe ich keinen Fliegen-Pokémon außer Henning. Aber Timo, was müssen wir denn machen? Ja, ich zeig dir, was wir machen müssen. Aber ich habe keinen Fliegen-Pokémon außer Henning, das belastet mich ein bisschen. Weil ich will Hennings Moveset nicht ändern, weil ich das so geilo finde. Und vorher hat halt mein Boy fliegen. Auf wen warst du fliegen? Weiß nicht, ob ich über. Vergeltung! Okay, geht noch fit. Ich wollte gerade sagen, Alter, weil ist das nicht stärker? Nee, das ist nicht Gegenschlag. Vergeltung ist aber stärker, wenn du, glaube ich, langsamer bist, ne? Als zweites angreifst. Irgendwie sowas. Oh, ich sehe schon, ich pack Boing hinaus, Thumbnail. Und dann. Ja. Ach, Mann, jetzt bin ich so. Unentschlossen, weißt du? Okay, present. Wir sehen jetzt gleich am Ende des Parts, okay? Ja. Jetzt brauche ich deine Einschätzung, okay? Mhm. Also entweder ich benutze den Titel volles Team, Fragezeichen, oder ich hier voll genau das Thumbnail und schreibe, das war's. Nein. Ich sag. Das war's mal wieder komplett. Nee. Es wird bestimmt noch eine wohin genau Situation geben. Ich sag da lieber fürs volle Team. Ich gehe da so rein. Ich weiß doch nicht so sehr, Alter. Wir müssen mal nur hier runter, glaube ich. Wo? Ach ja, beim stimmt. Beim PBT, das war die Geschichte, ja. Ich glaube, das ist jetzt aber auch einfach alles unnötig, oder? Ich einfach skippen. Wir müssen halt rein und so. Was wird dir da alles erklärt? Ich sag, weißt du, ich würde jetzt gerne sagen, so, oh, das ist Chan. Ich würde so einen PBT-Stream richtig fühlen, aber wir werden es sowieso nicht machen. Ich habe mir, by the way, mal einen Spielstand gemacht fürs PBT, ne? Und habe aber nie. Ich weiß, hast du erzählt. Und hast du nie gemacht. Hab dann privat ein bisschen gezockt, hat übel Bock gemacht. Hab's dann nie weitergemacht. Aber Stream. Ja, aber ich würde sagen. Du musst gar nicht so viel machen. Ich dachte, glaub, das war's schon, oder? Das heißt, man kann jetzt weiter, aber dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, oder? Ja, das auf jeden Fall. Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive da. Schreibt in die Kommentare, welchen Titel ihr besser gefunden hättet.
Ihr werdet am Ende sehen, welcher Titel es sein wird. Ich lasse mir da vielleicht was einfallen. Am Ende heißt der Part ein volles Team. Ich denke nicht. Ja, und er ist auch stark. Okay, Leute. Ich würde sagen, by the way, hier ist ein Item, was du vergessen hast. Ja, ist okay. Ich hol's dir so schnell. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Pose und da schaut auf jeden Fall bei Press vorbei, denn dort kommt der nächste Part online. Das wird sehr geil. Wo ist das Item? Was hier versteckt? Nee, am Mülleimer. Bis dann. Und es ist versteckt. Tschüssi. Komm mit, ja, Stück, Junge, ich bin reich. Tschüss.